Hallo und herzlich willkommen. Let's Play Fußball Manager 13, Hamburger Sportverein. Neues Lied. Es geht weiter. Wir sind hier noch ein bisschen im Minus. Können aber noch nichts ändern, erst nächste Woche. Aber wir können wieder mit Leuten reden. Okay, das Lied gehört eigentlich auch nicht mehr da rein. Scheiße. Ach ja. Ich sollte meine Playlist erstmal vorher bearbeiten, bevor ich sie drauf mache. Ja. Egal, Rudolfs. Du hast gut trainiert. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Dropni, du hast auch gut trainiert. Maximilian Beister, du hast sehr gut trainiert. Bruma, du gibst im Training einfach weiter alles. Jiracek, du gibst auch im Training alles. Und du gibst auch im Training alles. Gut. Wer verziert denn hier seine Ziele? Jo. Passt schon so. Professionell schwierig. Der spielt ja gar nicht mehr. Paul Scharner, der ist ja gar nicht mehr dabei. Unfaire Gehälter. 143%. Was hat denn der für 19.000? 7.000. Doch zeig es dir mit keiner meiner Worte mehr. Hab mich vor dir so kalt gestellt, dass ich fast erfroren wär. Stimmt, wir haben ja, sind ja im Minus. Ha! Selber schuld. Verbündete. Douglas Zing gegen Lamm, Markus Berg und Tolga Haas, Tom Mecker und Daogo, Tesche und Biglia. Freunde. Rudnes und Douglas. Das ist gut. Ja, die Positionskämpfe vor fehlende Ziele. Möchte gern Kapitän sein. Ja, Spielergespräche kann ich jetzt nicht machen. Du gehst sowieso. Gut, den Trainer, den kann ich euch nicht bieten, weil ich spinne der Faden. Ja, passt schon. Verhandeln. Passt schon so. Namensrechte will keiner was. Selber schuld. Wir gehen Golf spielen. Und dann simulieren wir weiter hier. Erste Mannschaft. Wir sind gut drauf, haben eine 822er Stärke. Haben überall mindestens eine 70. Teilweise 80. Nur 4er und 3,5er bis auf den Auswechselspielern, aber sonst ist alles okay so. In der zweiten Mannschaft verbessern wir uns auf 508. Das ist aber eine sehr junge Mannschaft, die trotzdem wahrscheinlich sehr viel reißen wird, habe ich gerade beschlossen. Die reißt einfach viel. Unsere B-Jugend ist besser als unsere A-Jugend, feindlich. Aber läuft. Das wären ein paar große Spieler hier. Habe ich auch. Das passiert einfach. Und jetzt ist unser Laktattest angesetzt. 3 Minuten sind schon rum. Erfolge geht schnell. Gut. Laktattest. Wir machen jetzt ultra fix. Ja. Markus Berg hat Überschüsse gefunden, deswegen hat er eine schlechtere Fitness. Das geht ja nicht. Aber Salah, der hat eine 100 Fitness. 100 Fitness. Das ist gut, das ist verdammt gut. Das ist sehr gut, das ist awesome. Awesome. Sonst, Fitness, sind wir sehr schlecht. Maximilian Beister für 7 Millionen. Na gut, wir haben Salah. Wir haben Salah und verhandeln. Für den wollen wir mehr. Für den wollen wir definitiv mehr als 7 Millionen. Den wollen wir mindestens 9. Vielleicht auch 10. Mindestens. Aber ich will auf jeden Fall nochmal 7 Millionen. Ich will für den noch ein bisschen was rausquetschen, weil der ist mir schon viel wert. Levin Öztunali entwickelt sich prächtig.
Das ist schön. Und jetzt steht unser erstes Spiel gegen SV Wiesbaden 1899 an. Cool. Ja. Da ist er. Der Levin. Unsere Hamburger SB. B-Jugend. Form von 11, hat eine Gesamtstärke von 49. Geht für sein Alter. Definitiv in Ordnung. Ja, dann hier haben wir unser Vereinsmuseum erwirtschaftet Gewinn 10.600 Euro. 21 Tage. Kehren Sie zurück. Scouting abgeschlossen. Können wir jetzt schon was verändern? Nein, noch nicht. Wir gehen nochmal Golf spielen. Dann. Was haben wir denn hier eigentlich? Träne für Beister vorgesehen. Da. Forderung 12. Ja, 12 möchte ich auch gerne. Gut. Wir gucken uns wieder, also wir gucken das Spiel wieder im Textmodus an. Gegen den SV Wiesbaden. Wir werden nicht verlieren. Hier geht's los. Nur zur Info, ich habe jetzt noch keine Umfrage oder so gesehen, weil ist jetzt eine Aufnahmesession. Gut. Geht hier. Eine Chance für uns. Özgür Gerd hindert Dennis Diekmeyer erfolgreich am Flanken und Pierre zur Ecke. Ecke für uns. Chance Raphael van der Vaart mit der Ecke. Ricky Vermutlinge schießt Marco Flechtenstein aus gut 12 Mann. Hier war am Halbhoch und nicht allzu platziert ist dieser Ball eine leichte Beute. Kein Abtasten, ne? Läuft bis jetzt. Chance für uns. Aluminium. Und wer? Nach einer Flanke von links legt Ricky Verwusslinge per Kopf auf Raphael van der Vaart ab. Der Volley aus 11 Metern zentraler Position abzieht. Sein Schuss klatscht jedoch an den linken Pfosten. Es läuft bis jetzt relativ gut. Lukas Bigger unterbindet hier mit einer guten Aktion einen Angriff des Gegners. Ah, jetzt passiert hier nichts mehr eine lange Zeit lang. Eine Chance für uns, guter Steilpass von Petr Jiracek. Ricky van Buswinkel kommt im Strafraum an den Ball und legt ein paar Meter zurück auf Jakob Zaller, der sofort abzieht. Der Ball streicht nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Komm, voller Angriff. Nach einer Flanke von Andreas Scheer verschätzt sich Renate und läuft dabei. Hinter ihm steht aber Heiko Wessermann, der auf Sicherheit zur Ecke klärt. Hans-Peter Gerd führt diese Ecke aus. Daniel Buckert kommt im Anschluss an die eigene missglückte Ecke zu einer weiteren Flanke, die Christoph Schlecht mit großer Dynamik vor Duplos am Fünfer erwischt und absolut unhaltbar ins linke Eck einnimmt. Wir liegen hinten. Das ist natürlich nicht hoch. Petr Jiracek mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Komm, jetzt strengt euch mal ein bisschen an hier. Dennis Diekmeyer flankt scharf vor das Tor der Wiesbadener. Raphael van der Vaart lässt geschickt durch und Dennis Aogo kommt am zweiten Pfosten zum Abschluss. Der Hamburger hämmert den Ball aber in die Wolken. Jetzt seid mal ein bisschen konzentrierter hier. Was geht denn hier jetzt ab? Wollen Tore schießen. Jetzt weiter nach vorne die Abwehr. Ich glaube, ich hole das wieder auf Standard zurück. Das hat das irgendwie besser funktioniert. Geht das auf Standard zurück? Ja, hier, so. Das ist das Standard-Ding. Ach, wir lassen das jetzt einfach so. Ball halten tut aber nicht. Wir wechseln das jetzt mal ein bisschen um. Das ist jetzt, glaube ich, so ein vorgefertigtes Ding. Aber das werde ich nochmal ändern. Ich guck mal, vielleicht klappt das ja gut. Im Fall jetzt Halbzeitansprache. Die Situation ist keineswegs aussichtslos. Los, weiter geht's. Voller Angriff. Rechtsstoß von rechts. Raphael van der Vaart. Ricky vermutlich sprintet nach dem am 5 Meter Eck und spitzelt ihn ins Tor. Ricky van Wulfswinkel. Der Mann läuft. Er läuft bei uns. Sein zweites Tor im zweiten Spiel. Läuft. Chance für Wiesbaden. 2-1. Wie passiert das? Wie passiert das denn?
Mann, das geht so nicht. Komm jetzt. Haltet euch mal ein bisschen dran. Die Gange wird rauer. Los. Voller Angriff. Nach einer weiteren Kopfanlage von Rigwisch. Und Thunderfart. Thunderfart macht das Ding rein. Vorlage von Ricky van Hulswinkel. Die beiden regeln das hier. Unsere beiden besten Spieler im Moment auf dem Feld. Und so geht das einfach nicht weiter. Mann. Das geht so nicht. Eine Flanke. Gut. Er hält auch mal was. Ecke von links, Hans-Peter Giert. Douglas Stiel in Richtung Tor gewandt. Gut. Wieder Ecke. Das gibt's ja nicht. Mann. Gut, Chance für uns. Regenverbundsingel verlängert per Fuß. Ein Einwurf auf Petr Giracek, der sich gegen Sebastian Weidner durchsetzt und mit dem Kopf trifft. 2:3 für uns. Endlich. Endlich. Alter, endlich. Spielerwechsel. Wir wechseln auch. Das war Arslan. Arslan. Für Van der Vaart. Er kommt noch rein. Der gute Elisevic. Ja. Und Bruma für Douglas. Der Rest geht weiter. Und Biglian mit einer 4,5. Was ist dann da los? Na gut, weiter geht's. Geht's ja weiter. Gut, hier. Ecke von Hans-Peter Giert. Torhüter René Adler kommt heraus und greift sicher zu. Wie Spielerwechsel. Ja, wir wechseln jetzt auch mal den Berg ein. Gut. Markus Berg kommt jetzt noch. Gut, die Fans feuern ihre Mannschaft immer so richtig an. Voller Angriff. Wir wollen noch mal was sehen. Hier, Ali Arslan mit einer gelben Karte. Schwalbe, bla bla bla. Gut. Wir wechseln jetzt noch Mancien ein. Nach einer Tätigkeit. Der Rest bleibt draußen heute. Passt schon. Thomas Brennige. Jetzt wechseln sie aber hier. Gut. Passt schon. Auswechslung. Raphael Bergkopf für Erich Thomasek. Und jetzt geht das Spiel ein bisschen weiter mit der Chance. Und Petr Giracek steht rechts. Marcel Janssen dieser Flanke erwischt Markus Berg mit dem Kopf. Es ist Marco Flechenstein zu verdanken, dass es jetzt nicht 2:4 steht. Leider, Markus Berg hätte ruhig mal ein Tor machen können. Noch 10 Minuten. Ja, passiert nichts mehr. Voller Angriff nochmal sagen. Noch eine Chance. Ja, passiert nichts mehr. Passiert nichts mehr. Vielleicht noch eine Chance für uns, ja, hier. David Heiter sieht da ganz schlecht aus. Er wird mit Targai, bla bla bla, Pike Richtung Tor und trifft. 4:2. Schönes Ding. Haben wir doch einen guten Sieg rausgeholt. Hier gegen den SV Wiesbaden 1899. Komm, macht hinten dicht. Da war's das. Schlusspfiff. Wir sind fertig für heute. War das anstrengend. Wurfswinkel heute bester Spieler bei uns. Giracek
Thunderfart, Wolfswinkel und Aslan mit den Toren. Statistik auch Wolfswinkel heute Spieler des Tages. Das passt. An fast allen Toren war auch Wolfswinkel verteidigt. Und hier fährt so ein komisches Motorrad lang. Ganz cool. Aber wir haben immer noch nicht verloren. Und jetzt kommt unsere Jahreshauptversammlung. Ich mache das mal ein bisschen schneller. Hier könnt ihr lesen. Wir verkaufen unsere aggressiv. Tiegmeier, klatschen. Auch wenn er sowieso fast nicht mehr spielen wird. Doch wird er. Ablehnung. Gut, damit haben wir uns. Zustimmung, es könnte klappen. Eine hohe Gut, wir sind fertig. Unsere zweite Mannschaft kommt zurück. Stimmung hat sich ein bisschen geschlechtert. Und wir haben aktuell das Vereinsvertrauen sehr viel mehr bekommen. 18. Gut. Dann lassen wir noch die Woche fertig simulieren. Dann sind wir schon wieder fertig mit einer Folge Fußball Manager 13. Ja, die Zeit geht schnell rum, meine Freunde. 4 neue Nachrichten. Statusbericht Verletzung, ja. Trainingslager beendet. Nach 11 Tagen aus Weide zurück. Dauerkartenverkauf abgeschlossen. Viel Geld für bekommen. Hinweis von Assistenten. Könnte auch hängende Spitze spielen. Das ist sehr schön für ihn. Interessiert mich aber nicht. Und das nächste Spiel ist gegen Berlin und dann gegen Trier. Was ist denn hier los? Lass mal noch die Woche fertig simulieren, wie gesagt. Dann spielen wir gegen SV Blau-Weiß Berlin. Dann noch gegen Trier und dann geht's schon los in die Bundesliga. In die Bundesliga rein. Okay. Ja. Yeah. Ich denke mal, wir haben jetzt hier nach der Vorbereitung haben wir echt ein sehr gutes Standing. Neue Partnerin. Wir gehen ins Theater. Wir gehen immer noch mal Golf spielen. Schicke euch nochmal Flärger. Gut, wir haben nicht mehr genug Budget. Gut, dann gehen wir halt weiter. Gut. Damit ist die Woche jetzt hier auch gleich vorbei. Die Woche ist vorbei und zwar genau. Genau. Hier kriegen wir nochmal so ein paar coole Sachen für Wechsel. Das war der teuerste Transfer so. 9,5 Millionen. Passt. Und wir fordern also mindestens 9,5 Millionen. Mindestens. Auch wenn er verletzt ist. 9 muss drin sein. Mindestens. 9 Millionen müssen drin sein. Sonst sehe ich das jetzt hier auch nicht ein. Sonst können wir auch einfach direkt verschwinden. Weil alles, was unter 9 ist, können wir sowieso nicht gebrauchen. A-Union 3. So weit runter geht das. Ja, mit 4-6 können wir schon hier in der ersten Liga eigentlich mitrechnen. Ja, da brechen wir das jetzt mal ab hier. Oh, wir haben ein Angebot für einen Tribünennamen. Das machen wir jetzt noch in der Folge fertig. Und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Scouting abgeschlossen. Namensrechte. Wer will denn? EA möchte die Ecke 1 haben. Verhandeln. Also da müsst ihr schon ein bisschen mehr Summe. Gut. Da habe ich einmal zu viel gedrückt als geplant. Wir gehen Golf spielen. Oh, sie haben noch leere Banden. Oh, von Bayer, von Pharmaindustrie. Anzahl, ne, Summe erhöhen. Ne, selber schuld. Wir kriegen ja so viel Geld, dass mir das doch egal. Wenn ihr mal nein sagt. Gut. Teamdynamik ist ein bisschen gefallen. Aber das ist ja jetzt auch egal, denn die Folge ist sowieso vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier beim Fußballmanager 13. Tschüss, meine lieben Freunde.